Der Teilungsartikel wird gebildet, indem man die Präposition die nimmt und sie mit dem bestimmten Artikel verschmilzen lässt. Der Teilungsartikel wird verwendet, wenn man über eine unbestimmte Anzahl von Dingen redet. Der Teilungsartikel lässt sich mit etwas oder einige übersetzen. Die plus il ist gleich del, die plus lo, dello, die plus el apostroph del, die plus la, della, die plus i, dei, die plus li, degli, die plus le, delle. Wie zum Beispiel o dei biscotti, o del latte, o dei biscotti. Ich habe einige Kekse, o del latte, ich habe etwas Milch. Falls du wissen möchtest, welcher Artikel zum jeweiligen Wort dazugehört, klicke oben rechts auf das I. Verwendung. Wie schon gesagt, es wird verwendet, wenn die Anzahl unbekannt ist. Ho bevuto del vino. Ich habe etwas Wein getrunken. Hai voglia di mangiare dei biscotti? Hast du Lust, Kekse zu essen? Ho visto delle farfalle colorate. Ich habe einige bunte Schmetterlinge gesehen. Bei zählbaren Substantive darf der Teilungsartikel durch un po' di, qualche, un alcuni, alcune ersetzt werden. Ho comprato un po' di mele. Ho visto qualche amico. Ho mangiato alcuni biscotti. Qualche darf nur verwendet werden, wenn das Substantiv in der Einzahl ist. Alcuni in der männlichen Form oder alcune in der weiblichen Form, wenn das Substantiv in der Mehrzahl ist. Nur bei zählbaren Begriffe dürfen diese drei Begriffe verwendet werden. Es ist nicht möglich zu sagen, ho comprato qualche latte. Latte ist Milch und die Milch da kann nicht gezählt werden. Das ist eigentlich sowas wie bei many und much in Englisch. Es wird nicht verwendet bei einer Verneinung. Non leggo libri, ich lese keine Bücher. Non bevo caffè, ich trinke kein Kaffee. Non ho comprato biscotti, ich habe keine Kekse gekauft. Bei Mengenangaben. Ho letto tanti libri. Ich habe viele Bücher gelesen. Ho bevuto molto caffè. Ich habe viele Kaffees getrunken. Ho comprato tanti biscotti. Ich habe viele Kekse gekauft. Es wird nicht verwendet bei Präpositionen. Vado da Mario. Ich gehe zu Mario. Sono senza giacca. Ich bin ohne Jacke. Auf Deutsch ist eigentlich dieser zweite Satz, ich bin ohne Jacke, nicht wirklich übersetzbar, aber es bedeutet so etwas wie, dass ich eben keine Jacke angezogen habe. Bei Aufzählungen. Ho comprato carne, frutta, pane. Ich habe Fleisch, Obst, Brot gekauft. Falls du willst, dass das nächste Video über ein Thema handelt, was du gerne erklärt haben möchtest, zögere nicht, mir zu schreiben.